Hallo und herzlich willkommen hier, weiteren Folge hier, The Marsch. Ich wünsche mal einen schönen Sonntag und einen schönen, der dritte Advent sein, der jetzt kommt, ne? Aber schönen Advent. Machen wir allgemein, das passt garantiert. Der zweite ist jetzt, er kommt jetzt, der dritte. Eins und zwei habe ich vergessen. Ja, habe ich dann gedacht, hol ich mal dafür. So, durchschalten, ne? Also die Ernte läuft, der wird abfahren. Hier habe ich das mal probiert, das hat geklappt. Der LKW ist da oben, der Traktor ist da hinten, ne? Ja, lassen wir mal kalken. Mal sehen, ob er beim zweiten Mal auch hinbekommt. Mit den Radius von 25 auf 50 genommen. Sollte besser funktionieren mit 50. Mal gucken, ob der auch nachher der andere. Na gut, da muss ich noch einstellen. Saatgut und Dünger, ne? Dass sie praktisch beides hinbekommen. Ich könnte ja auch theoretisch, das würde auch gehen, wenn man gerade so einen zweiten Kalk dazu nehmen, also Kalksilo und ja, meinetwegen auch Dünger und Saatgut, ne? Dann hätten wir das mit einem Schlag immer recht voll. Mal zum Hof tanken und dann gleich mal von da Dünger holen, ne? Oder war auch nicht viel drin gewesen, ne? Ne, da können wir auch Stroh holen und haben wir auch so ein Komposter. Wenn wir eine richtig Diesel haben, ausreichend, dann können wir da Diesel anliefern, ne? Düngerproduktion dauert ja alles ein bisschen, aber für meine Mengen, die ich brauche, ist aktuell eine. Mit zwei haben wir ja Dünger. Dünger haben wir zwei. Ausreichend. Ja, lass uns natürlich Hunger, ne? Also um die Zeit. Was ist die Uhrzeit der 2L? Biere. Was du bin echt. Ja, Adventszeit, ne? Ja, ich meine, das Gute ist, stand heute, dass es weiß ist und zumindest kalt ist, ne? Also wer es mag mit Weihnachtsmarkt, wer noch einen hat. Bei uns heißt es, glaube ich, Winter. Ich glaube, das ist gar keiner gemacht worden, glaube ich. Ja, sagen wir es aber ehrlich, wenn jetzt wirklich, ich weiß nicht, ich habe mal beim nach Hause fahren mal gesehen, eine Preisliste für Leberkäse-Semmel, das ist nur ein Brötchen mit einer Scheibe Leberkäse, da, um die 9 Euro oder so, weiß ich gar nicht jetzt. Also, utopische Preise, da muss schon richtig Hunger haben, ne? Also. Ich werde mit einem ja nicht satt. Wenn so ein Ding hat, dann denkst du auch bei den ersten Bissen. Oh Mann. Da brauchst du noch einen zweiten, ne? Also ich bin da ein bisschen verfressen. Weil das Sättigungsgefühl kommt bei mir immer recht spät. Und ein bisschen spritzen. Ne, brauchen wir nicht. Sauber. Ne, und. Nee, das kannst du nicht machen. Also ich hätte mal wieder mal was kaufen im Geschäft. Für zu Hause. Mal was anderes zwischendurch. Also wer es nicht kennt, das ist im Grunde eine. Wie sagt der andere beim Film? Das ist eine Fleischwurst, ne? Also im Prinzip ist das so ähnlich wie, ja, wie Bockwurst. Oder so ähnlich vom Geschmack her nicht, aber vom Prinzip her, ne? Das ist mit Kühlung und dann entsprechend Eis wird das dann so schön zermahlen, dass es ein ganz feiner Brei ist. Und dann wird es entsprechend, ja. Geschmacklich ist es anders, aber es ist so ähnlich vom Prinzip her wie eine Bratwurst. Nur halt viel feiner alles, ne? So, wir haben jetzt drinnen, holen wir Stroh vom Lager, ne? Also lose. Ich muss mal schauen, dass ich da den losen Ballen irgendwie reinkriege, die querfeld einlegen. Ja, wissen Luzerne heute müsste ich noch machen. Ich hoffe, dass wir da das hinbekommen. Ein bisschen brauchen wir schon noch, ne? Für die Küken, ne?
Ja, viere Essen nachher. Und dann kommt die Bettschwere und dann. Letzte Nacht war leider ein bisschen zu kurz. Da konnte ich nicht so schlafen, wie ich wollte. Leider ist das so. Bin da ein bisschen, ja. Kann sein, dass ich vielleicht am Sonntag so viel geschlafen habe schon, dass ich ausgeschlafen hatte. Oder, ja genau, das kann auch sein, die Cola gewesen, ne? Zu viel als das Gute war, ne? Normalerweise versuche ich ja das ein bisschen zu reduzieren, aber den Tag hatte ich irgendwie, weiß nicht. Wenn sie alle gewesen wäre, wäre es auch gegangen. Normalerweise bin ich ein Glas Wasser dabei. Aber wie gesagt, jetzt ist das einmal. Ich glaube, Mittwoch werde ich einkaufen fahren. Und dann. Ja. Wahnsinn, geht Kalk viel rauchen, also viel Kalk, also Gär ist da auch, aber Kalk. Ist der andere fertig? Ne, muss halt lahm werden, also das ist das. Mann, Lenkung was verstellen, weil die so viel Spielraum, ne? Das, also ich mag es nicht so mit Spielraum. Also die Lenkrad von LS hat das neue, beide Sorten. Das, nee. Die Seitenkonsole hat mich interessiert dafür. Da muss ein Festschrauben, wäre mir auch ein bisschen eng geworden vom Platz her. Aber das hat mich interessiert, aber das andere Lenkrad brauche ich nicht. Wenn das mechanisch ist, so wie früher mit Feder und so, das ist nix. Also ich persönlich, wenn ich irgendwo das testen könnte, der schon hat, dann kann man drüber nachdenken. Dann passen würde, ne? Aber. Ja, das Lenkrad, wenn ich da gut von beide zusammenzähle, ist das vom Preis her. Ja, ich meine, ist schon teuer. Also 400 Euro ist schon teuer. Ich habe das Lenkrad ja hier oben, das Ding, bist du da? G923, Karton habe ich noch. Für Krimskrams. Und. Also, ich werde die Seitenkontrolle hier von Seitec, das ist jetzt schon die Generation von Logitech, die. Also, neue Generation. Bin ich mit zufrieden. Tastenbelegung und so. Brauche ich nicht, aber ist es halt nicht im, also ich vergesse das immer wieder, muss man einen Zettel dazu schreiben, was das ist, was belegt gehabt, aber irgendwas, keine Ahnung was. Ich habe ja die Tastatur, da ist ja alles da, ne, extra beleuchtet, falls man dunkel sitzt. Wenn es nicht hell genug ist, dann ist es schon ganz was praktisch. Ne? Hatte ich mal gemacht, beleuchtet, da hatte ich mal probiert mit 3D-Brille. Da gab es ja damals für, ja, für Nivea hier, Nvidia, die spezielle, ja, Monitor. Habe ich schon lange nicht mehr, habe ich weitergegeben. Hat sich jemand gefreut. Aber das Ding habe ich noch hier mit Brille. Also 3D mit Brille spielen, eher nicht mein Fall. Höchstens mal, muss ich mal probieren, dann muss ich mal jemanden haben, der mir ein bisschen die Steuerung macht. Aber das ist auch nicht so einfach. Muss immer viel Zeit haben. Wenn das nicht der Fall ist, ist das schwierig, ne? Den Dünger habe ich von drüben schon mal geholt, da brauchen wir nichts holen. Boden. Also die. Arbeit beendet, da muss man gleich mal einstellen auf. Dings da.
Ich würde ja Kalk auch kaufen, aber ich muss mal Geld sparen, ne? Falls wir noch ein Feld kaufen wollen. Wäre das besser, wir haben das. Wir haben die Reserve da, ne? Über Kredit, ne? Oh, dann mal gucken und testen. Das ist ja wieder ein Timing heute. Ob er da entsprechend richtig anhält, ne? So, da macht er richtig. Das ist immer schön, wenn so ein Erfolg da ist, ne? Das ist gut. Und das ist hier ein bisschen besser, das sind drei Positionen so bei Düngerproduktion oder so, Kalkproduktion. Hätte man auch direkt machen können, aber so haben wir immer so ein Lager. Und ich kann es zur Not globalen Markt verkaufen. Aber für die eigene Karte, ne? Also für Crossing oder für die Thüringer halt, ne? Ich versuche doch mal ein bisschen jetzt Dreieckshandel hinzukriegen. Auf längere Sicht, ein Jahr haben wir noch. Lohnt sich auf jeden Fall noch. Also es ist nicht so. Also Thüringen will ich versuchen mit extra Getreide, also Weizen und Gerste. Hatte ich schon früher gemacht für 19er für Bierproduktion. Jetzt können wir auch einen Bäcker verwenden und für Mühle, ne? Halt die Standardfrüchte halt, ne? Das andere ist ja dann mal gucken, ob wir es aktiviert haben. Sonst wäre es ja auch sinnfrei, ne? Wenn es hier aktiviert wäre. Okay. Der ist voll. Hat aber auch ein. Das ist ein Nachteil, aber auch ein Vorteil. Weil dadurch ist halt ein bisschen Reserve, ne? Wir brauchen da nicht jeden Tag auffüllen, ne? Eine Gülle. Gülle haben wir aktuell. Kann man die aktivieren. Weil da haben wir noch Düngerproduktion, das ist mal wichtiger. So Gras. Gras mal reinfahren. Kleegras haben wir nicht. Fischer. Titel, das geht zur Neige. Gülle. Ja. Mineralfutter haben wir aktuell. Das würde ich eigentlich versuchen, leer zu bekommen. Also alles raus geht. Ich glaube, heute müssten wir reinfahren. Damit wir das hier verarbeiten können. Wir kriegen, glaube ich, das nicht raus. So. Salattomaten habe ich drin, eine Erdbeere, ne? Eier. Na, mehr geht auch nicht zur Zeit. Dafür Diesel. Und das ist knapp. Aber ich mal gucken wegen Dünger, ne? Hühnerfleisch, ja gut. Ja, Dünger haben wir nicht gesehen jetzt, ne? Werkstatt haben wir wieder mal deaktiviert. Da brauchen wir einen Boden für. Mal sehen, vielleicht kriegen wir ein bisschen was ab, ne? Bohnen, Erbsen, Hopfen. Hopfen? Können wir mal gucken. Erbsen. Kichererbsen nicht, aber mal gucken, vielleicht haben wir was da. Diesel haben wir jetzt drin, ne? Oh, 39. Mal bei Zigaronen. Ich glaube, wir vorbei. Wo ist das? Gut. Brauerei funktioniert. Gut, hier sind wir uns. Mal schauen. Wird der hergestellt? Das wird das. Dünger. Dünger läuft. Aus Kompost. Aha. Hab ich geahnt. Flüssig Dünger. Nö. Erstmal nicht. Gut. Wir fahren den ganzen Hof.
Wir können aber neu mitnehmen, Leute, ne? Für die Produktion, dass wir da ein bisschen noch Mineralfutter nicht. Na, komm ich drauf. Mischfutter herstellen. Damit das andere entsprechend bearbeitet wird, ne? Also Mais-Silage und Gras-Silage. Und Schweinefutter müssen wir auch mal gucken, ob wir aktivieren können. Da würde ich eher eine neue bauen, aber das ist wie gesagt, wenn wir Geld für haben. Man nutzt hier die größte Produktion, wenn er keine. Wenn du keine. Keine Rohstoffe hast, ne? Und zu kaufen ist ja auch sinnfrei. Unnötig teuer, ne? Den kann man gucken, wie ein Kalk herstellen. Das ist nicht so teuer, die Produktion. Aber kaufen ist auch nicht teuer. Ne? Normalerweise Bauern stellen sich ihre Sachen nicht selber her. Ne? Klar, Gärreste und Dünger, also Gülle oder Mist, das machen die schon. Man kann dann denken, beim Mist, da kann auch viel Unkraut bei sein. Ne? Wenn ihr zum Beispiel, wenn es zidiert ist, ist das nicht so tragisch. Aber wenn ihr jetzt Heu hast zum Beispiel, wo es gerade geblüht hat, und der Samen wird dann, nichts zersetzt im Dunkelhaufen, wenn das zu frisch aussieht. Wenn er ein Jahr liegt, dann geht's. Aber ich sag, wenn er zwei, drei Jahre liegt, auch besser. Aber wenn er gerade frisch hast, dass er gerade nach ein paar Wochen, ist der Dünger noch aktiv. Und wenn du den Mist ausbringst, hast du Probleme, dass er richtig Unkraut ausbringt. Wir hatten mal bei uns früher mal auch ganz stolz. Oh, ich habe Pferdemist bekommen. Und die Vogelmiere. Naja, ein Pferd, der ist auch, wenn auch eine Weide ist, frisst so ziemlich alles. Und die Pflanzen, der Samen geht dann mit, ne? Ich war einfach so. Und wenn einmal was drin hast, dann ist es schwierig wieder rauszukriegen, ne? Aussammeln im Grunde. Denn irgendwo ist immer ein Samen da. Ja, und die Chemikrolle will es ja auch nicht machen, ne? Wer war fertig? Beendet, beendet. Muss ich mal gleich mal gucken. Mal schauen. Können wir mit Schutter anstellen werden, ne? Zur Not halt verkaufen, da geht auch noch einigermaßen. Ein bisschen verdienen dran, ne? Aber leider ist hier mit Mineralfutter zu wenig. Wenn wir die große nehmen. Wir sind besser. So. Du bist nicht ganz fertig mit meinem, aber trotzdem. Feld 12, Junge. Für morgen. Ich bin noch ein bisschen zu müde. Gib ich alle zu. Aber gestern Abend war auch schon wieder. Ja, hätte ich noch länger machen können, aber wäre im Nachhinein besser gewesen. Aber oft ist das so. Wenn ich zu lange unterwegs bin und spiele. Also auch besser, man geht früher ins Bett. Wenn man schon. Ich habe gleich geschlafen, muss ich sagen. So. Schneiden wir aus. Also im Echt wäre es ja so, du gehst rauf und guckst im Augenkontakt, du guckst, gut, die Bodenproben, da kannst du nicht wissen. Aber man weiß ja eigentlich, was wurde gemacht, was wurde raufgebracht. Jo. Wir sind zu eng da gerade, ne?
Da muss man hinfahren. Dass ich im Grunde nächste Woche weiß, oh, das muss er machen, das noch machen. Das ist mir so, wenn eine Woche von ab bist, ne, oder ein bisschen mehr wie eine Woche, oder bist weniger, je nachdem. Dann ist schöner, wenn du das ein bisschen Änderung hast. So. Das passt schon mal. Vorgewende mal 2. Wir machen auch scharf. Kann sein, dass ich hier meckert und da meckert, weil der Wald ist. Aber das ist relativ kurz. Also so schlimm ist auch gar nicht. Ja, kann man auch so machen, ist egal. Mal gucken, ob der jetzt Prozent da hat, ne? Ich meine, normalerweise, wenn ehrlich sind, wo geht Unkraut nicht weg? Wir kriegen da so nicht mehr raus. 104%, 105. Also was machen können wir pH-Wert, ne? Das wäre eine Option. Aber das läuft. Die Bohnen so geerntet werden, ich weiß es nicht. Ist auch egal. So, Bäume haben wir aktuell keine mehr. Erstmal nicht. Ja, voll. Das können wir nächste Woche machen. Fahren wir rüber, ne? Zum Sorghum-Hirsefeld 42. Und da würde ich auch Raps reinbringen. Das geht um die Fruchtfolge, ne? Würde jetzt ungern Weizen einbringen, das würde am Ende. Ja. Der Raps hatte ja so zuletzt nicht gereicht. Also für muss man ja Produktion deaktivieren. Von daher. So, Feld 42 ja, fahren lassen. Voll ist er ja, ne? Und dann müssen wir gucken. Genau. Ne, da wollen wir keinen aufbringen an Dünger. Da hinten auch nicht. War schon so. Da wollte ich gucken. Und da ist nochmal blank. War da nicht gefahren. Brauchen wir sie auch nicht. Im Grunde nachher ist das hier, oh, mal gucken, ob wir da jetzt nochmal flügen. Ja. Oder hat gleich den Punkt gewählt, weiß ich auch nicht. Ich glaube, hier muss geflügt werden, ne? Mal gucken. Da haben wir auch spezielle Fahrzeuge da, ne? Tiefenlocker. Bin zwar nicht so ein Freund davon. Ja, muss geflügt werden. Und Hof. Da können wir aufheben, ne? Und einklappen, ne? Und ist das bei der ersten Kurve das Malheur passiert, ne? Alten Kurs löschen. So. Angekommen. So, und jetzt wieder rein, das passt. Gleich mal den Flug schnappen da drüben, ne? Dann hat die Unkraut auch erledigt. Checken wir den raus, dann weiß ich nächstes Mal Bescheid. War das mit 61? Ich glaube ja, ne? Ne, 47.
War ganz gut, dass man so ein bisschen was trainieren kann, ne? Das ist ja auch mal wenig von der Arbeit unterfordert, ne? Ich sag mal so. So, den werden wir mal wieder einstellen. Uhrzeit. Halb. Ja, um Punkt. Punkt. 15 Uhr kommt der raus, zur vollen Stunde. Nahrung. Gelage. Ja, kann man auch fahren. Oh. Kann man auch fahren. Mineralfutter dazu kaufen. Container soll da. Die Kühe geben erst Milch, wenn sie nachkommen. 100. Das geht noch 500 rein. Ja. Er kommt schon zurück. Ja, ich glaube, das soll schon vorher gewesen sein. Ich wünsche mal einen schönen Rest-Advent. Viele essen ganz gern Stollen. Ich habe zig mal drauf. Oder ich kaufe nächstes Mal auch einen. Ja, mal zum Wochenende. Das ist ja so. Ganz ohne willst du ja auch nicht, ne? Mindestens die Feiertage. Auch was Weihnachten. Jetzt auch zur Zeit auch ein Lebkuchen bisschen nebenbei. Bei der Arbeit. Ist mal was anderes. Muss ja nicht mal gleich essen. Aber irgendwann ist es auch wieder gut, dann ist es auch nach Januar ist dann vorbei. So, jetzt hier Zitrusfrüchte hier, Orangen und so, das kaufe ich nur vorbei. Nachher werden wir nicht mehr. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Ciao. Ja, bis nächstes Mal. Tschüss.